Hallo und willkommen zurück bei Avorium. Wird sogar einige Schiffe gebaut, also einige neue Schiffe. Und zwar haben wir momentan echt ein bisschen Ping-Probleme. Ich weiß nicht, beim Server einstellt, dass jetzt alle simuliert werden. Ne? Deswegen, genau. Ne? Deswegen haben wir jetzt dieses Simulier-Ding auf jeden Fall oft an Home-Bing. Obwohl ich frage mich oft, ich will geradezu das Gefühl, dass ich einen schlechten Ping habe, ne? Also, ja. Ja. Ist egal. Also, ich finde, es geht ja eigentlich, ne? Also, manchmal ist ein bisschen was ruckelig, ne? Mal irgendwie was machen, aber es geht meistens, ja. Ja, vielleicht muss ich da noch ein bisschen was herumschreiben. Ich meine, eigentlich, mit der PC echt genug, also da sind auch echt genug Ressourcen. Ich muss mal schauen und überlegen, ob ich mal einen Erwohnungsserver auf dem PC mache. Ob ich dann dem vielleicht mehr Ressourcen zuschanzen kann, als jetzt eben mit dir. Also, das ist ja einer meiner Server, die ja bei Chibotl sind. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass ich doch die Server echt beschneiden, ne? Also mit der Leistung, ne? Also, na, ich habe da jetzt einige, ich glaube, einen habe ich gehabt, ne? Aber da habe ich dekoriert, die ich so gut, ich habe die ja getrieben, ne? Genau, die wollen mehr Sachen, genau. Als erstes haben sie auf der Seite nicht mehr Orlitz geschützt im Basis an Avorium. Ja, dass sie da Avorium-Sachen haben, genau. Dann haben sie vorne noch zwei Hangar. Wenn man auf, das schaut natürlich schon irgendwie cool aus, ne? Nach vorne irgendwie so. Mein Kind ist vielleicht noch. Das mal. Ja, super, das ist. Das ist jetzt wahrscheinlich später machen. No. Pass vor, ob ich nicht zusammen ist. Sehr gut, genau. Genau. Aber ich wollte noch mal genau als überprüfen. Genau. Ich weiß nicht. Ah, warte mal, Piloten braucht man mehr. Gut zu schauen, wir fahren losfliegen, ne? Genau, warte mal, mit 5, warte mal. 5, warte mal, 12, 24, 36, 48. 60, oder? 60 Piloten, wie wir brauchen, oder? Ist das sicher? Er sagt aber nochmal zu Media Akademie. Ja. Es kann sein, dass ich das bei anderen auch nochmal nachbessern muss. Mein Gott, ich hab mal um 2, 4. Ah, was ist? Und. Immer holen wir 60. Genau. Ich soll nur 26 Security. Ja, ich normalerweise 50 Security. Security, genau, das wissen wir noch nicht. Ah, 6, genau. Jetzt machen wir alles noch zu einer Staffel. Genau. Genau, Crew, genau, Bergarbeiter haben wir schon, genau. Ja, das wird eigentlich reichen, ja. Genau, dann gehen wir noch zum nächsten, genau, ich habe eine neue Alpha-Klasse gebaut, ne? Weil ich wieder einmal meine eigenen Sachen abbauen, ne? Also die nicht der Allianz kennen, sondern, ne? Die wieder nochmal abreißen oder keine Ahnung, verschrotten oder vielleicht wird mir noch irgendein anderer. Na, damit sind wir in der Retriever, dann kommen wir hier.
Na, aber wir haben noch 24. Na, was soll ich jetzt die Militärstation? Das ist das Reparaturloch, das habe ich gedacht. Ja. Okay, ich fahre heute noch. So. Oh, das geht. Woher? Ja. Okay, noch ein bisschen näher und bevor so viel. Ah, es ist die Forschungsstation noch mehr. Nein, so habe ich schon gedacht, dem. Genau. Noch mehr. Und 60 dazu. No. 60 dazu. Passt. Na, passt. Da noch, genau. Weil man da auf jeden Fall noch einiges machen, aber es hat noch einige. Ja. Also, das reicht einmal. In der Retriebe, wo ich schon lange meine Ärzte sind, im Beginn schon. Da dürften dann eigentlich auch nur noch, genau. Ah, da. Wo ist er gerade? Aha. Er hat sie mir nicht genommen. Also. Ja, wieso ist denn der Autopilot? So. Genau. Von da nach welche. Also da ist natürlich. Ich sag's immer wieder, so eine Militärstation einfach super praktisch, ne? Und man merkt jetzt schon, dass vielleicht manche Sachen bis ich ein paar Sekunden dauern. Aber auch nicht ständig, finde ich, ne? So nur, genau. Da war ich noch ewig. Übrigens, man sieht jetzt, ja? Ich will das Spiel jetzt halt noch laufen lassen. Es geht jetzt HX, warte mal, sind wir bei der Mega Show? Aber es wird noch die X-Cube, oder? Im Übrigen sind wir bei wo Eve Online Schiffennamen bedient. Ich bin jetzt super Eve Online Fan bin, wo sie zwar früher auf jeden Fall war, ne? Ja. Genau, da wird noch gebaut. Genau. Da nach Columbia. Genau, da dürfte es passen. Genau, da habe ich 36, das passt, genau. Ja. Aber auch schon alles, genau. Und jetzt ein für. Also da wird sie übrigens die F4, die normalen, weil ich belässt das mal. Da war so eine krasse Variante gebaut. Ne? Genau. Okay. Ich glaube, die müssen sich erpassen. Das heißt, mal bei dem am besten wäre ich meine alle wie anhängen oder so oder mal Hauler mich eskortieren was ist das denn? Okay, warte mal. Die. Genau, oder? Na, die folgt mir noch nicht. Die Retriever. Eskodieren, genau, eine Woche noch. Genau, übernommen die Constitution. Constitution. Meldet sich zum Dienst dann die Gladiator. Ich eskodieren dann die Trenten. Eskortieren und braucht man, oder? Da kannst du die schon Gladiator.
Doch. Ah, in der Columbia sitzt hier drin, genau. Oder mein Constitution, klar, die hätte. Trenton, ja, sind die vier eben. Na, und wir schauen jetzt wieder mal. Nehmen wir mal die Red Line wieder nach unten. Das wäre minus 5. Weil leider weil ich die letzten paar Tage nicht so viel Zeit gehabt, weil ich wurde ich wuppla. Entschuldigung. So wieder ausrichten, ausrichten, ausrichten. Haben wir eine rote Ding. Komm schon. Wir versuchen die Gegensätze ein bisschen zu boosten. Vielleicht und jetzt wieder nach oben. Okay. Ah, jetzt kommt der, jetzt kommt der, jetzt kommt der, ne? Jetzt kommt, jetzt gibt. Jetzt gibt, ja, jetzt wird's gehen. So. Schon ein Herrenanzählung, also, Akkorkasse auf rechte englischen Schlender. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ja. Und ja. Wir brauchen echt noch ein paar Stabilitätsgebirge. Das ist dann aber eh nichts so langsam, ne? Das ist dann eh nicht so langsam, ne? Ich merke jetzt doch, dass ich die sicher schnell gefunden habe. Aber das ist dann eigentlich auch nicht langsam. All langsam tonight. Hihihi. Na. So. Ich bringe schon auf jeden Fall ein Ausrüstungslack unten. Wir zur Bank, wir haben schon ein bisschen. Weil es ist ja das Problem immer, ne? Solange man nicht spielt, ne? Obwohl ich gestern oft noch gespielt habe. Mal schauen. Nein, in den Ereignishaus und. Nur. Ja. Wir dann mal ausrichten, ausrichten, ausrichten. Ja, und jetzt boosten. Jawohl, jawohl. Ist eine Boosten, so eine. Ja, mit dem B. Ich hab oft das Gefühl, dass man eher genau mit dem Boosten. Und ich kann es gerade auf die, genau, mit dem Boosten. Macht dann ein bisschen mehr. No. So, ein bisschen Gas, damit die da ein bisschen Platz haben. Entspannen, ob jetzt Elia, sag jetzt. Jetzt kannst du wieder ein bisschen boosten und Ding boosten. Das ist wie eine feindliche Shift. Das ist echt. Das tue ich dann so ein Nadel, ja. Miss Boss. Ich gehe jetzt mal kurz zur Bank. Darf ich? Übrigens habe ich da jetzt den. Warte mal, wo ist denn. Ein Trader, aber jetzt da aufhört, dass er. Genau, stimmt, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Und jetzt den Trader. Ah, komm jetzt erst mal. Auf der Bank, genau. Da bin ich ja noch ein bisschen aufgerüstet. Was ist denn?
auch nochmal. Ja. Ich merke mir schon jetzt, dass jetzt ein bisschen, wenn man schon Sachen länger braucht. So. Obwohl man denkt, momentan habe ich noch nicht ganz so viel Sektor, ne? Ich meine, ich habe ja ein paar, aber irgendwie keine Ahnung. Also ich meine, ich glaube Standard ist 6 oder so, ne? Also dass jedes Spiel 6 hat. Bitte waren jetzt 10. Das, also ist ja auf, ne? Green. Das ist irgendwie gar nichts. Komm, ich jetzt nicht sicher noch kommen, ne? Also. Okay, schlechter Ping. Jetzt. Das ist sehr lang gedauert. So, genau, ich da nämlich da oben so du jetzt drauf setzt. Und die auf automatisch stellt, aber da ist halt noch was zu abholen. Ah, oder jetzt. Okay, es war gestern noch, aber noch der Hochlieg, ne? Jetzt habe ich ja vorher was an zwei Tagen umgestellt, jetzt habe ich immer die Karte für den Mies, ne? Deswegen war ich immer nur kurz drin, ne? Und so oft Nacht oder so, ne? Dann war ich wieder für bei meiner Katze, also. Muss ich mir füttern, ne? Okay. Genau, ich hab das so du jetzt dran gebaut. Oben und unten natürlich. Bin mir jetzt, ja. Okay, ja. Ah, lustig, jetzt hast du mir so ein Ding, es ist auf jeden Fall Ölfort, offensichtlich. Boah. Ach, jetzt habe ich schon einen Haufen auf, ne? Ich glaube, das vielleicht ist deswegen, da bin ich gerade so schlecht am Bein. Ne? Vielleicht muss ich nächstes Mal warten, bis halt die ersten paar Wellmechsel. Oh, das ist sehr, wie schnell es auf einmal liegt. Der Ketten, fast eine Kettenexplosion, ne? So schnell waren die weg. Na, das geht schon geil schnell. Na, sind wir nächsten drei, jetzt bin ich wieder. Ich lege es wirklich an da, ne? Ja, bei mir das Trailpoint ist noch, aber ich auf jeden Fall mir die Bankmotten noch anschauen und vielleicht dann eigene Version für die Dinge machen, ne? Für den Server. Weil das sind einfach zu viele Bankräuber und ich glaube, dass das einfach zum Teil. Also man sieht sie noch beim Ansektor, da sind die warte mal ab. Wo er die Bank außenstelle hingestellt hat. Ja. Da
die haben da die Gegner, wer einfach mal, was nicht, aber auch nicht spielt, ne? Ne? Sonntag immer 180 eben von den Piraten, ne? Und also, keine Ahnung, was für starke Schiff man da bitte braucht. Was man leider alle abwehrt, dann mal die Kinder sich wieder mal auf weiter aufsammeln. Na. Na, ich glaube, die Akademie, genau wie sie noch vergessen, damit es schneller geht. Und da wollen wir mehr Wohnung verdienen, ne? Und da waren übrigens da drinnen, in die Kredite, warte mal da. Irgendwo, warte mal da her. Da waren irgendwo, nein, das war's nicht, nicht ab da war's, genau. Da waren in die Kredite, Ding, da wird die ja also einfach die Schilder umgebaut, ne? Weil ich will doch mehr mag als die Integritätsfehler. Immer wieder. Ah, na, das wollte ich eigentlich ja noch sagen. Na, wie mir da die den Ölturm hinkaut. Na? Und dann haben wir so ein bisschen anschaut. Was da noch gibt, es gibt ja eben die Ölraffinerie, na, die braucht jetzt Rohöl. Also, immer so eine, ich glaube, das soll eigentlich ein Ressourcendepot sein, aber immer doch eigentlich schaut es irgendwie aus wie eine Ölraffinerie oder mit so Tanks und so. Ich hab das echt ziemlich, es ist so entstanden, wie ich es ins Spiel integriert habe, dass es bis jetzt so groß ist, ne? Also, dass man der vielleicht legt. Ja, und dahinter wäre noch eine. Solarkraftwerk, das ist quasi die, das ist, wer die Raffinerie braucht, ja, Öl und Energiezellen, damit das eben Öl ummantelt. Und die wäre noch eine zweite Solarkraftwerk, ne? Nämlich unten in Farpoint Alpha. Na, doch. Na, doch. Na, wo ich gar nicht so wohl. Das ist ja quasi so der Start. Punkt. Von Dinger. Von dieser Immersion. Das sieht man, dass da noch einige Abfahrklassen herumstehen. Ne? Muss ich glaube ich noch mal abgewinnen, weil ich glaube, das sind nur vielleicht 3 oder vielleicht 2 sogar. Oder vielleicht nur vielleicht 1. Ne? Und wir werden mal wieder ein bisschen erobern, ne? Genau, sehr schnell, und die willst du auch schon ein mit einem One-Desk. Genau. Güterhandeln. Genau, wir holen uns die, also die Robben uns automatisch, das heißt, wir kriegen das Öl und die Solar, die Energiezellen automatisch von den 2 anderen Stationen und damit ist da vor Ort. Was ich ziemlich cool finde, ne? Dass man da keine extra Schiffe im System braucht, ne? Die sind uns ja schippern, obwohl es natürlich realistischer wäre, ne? Ja. Oder dass man halt einfach so BX, ne? Dass man sagt, zum Beispiel das Schiff ist jetzt für die. Immer man kann das jetzt zum Teil zumindest machen, aber auch halt nicht, ich glaube, nicht für einen Sektor, ne? Das Schiff beliefert jetzt die Station, ne? Ja. Oder gehört der Station und das macht halt der. Kauft halt das ein oder auch verkauft das, ne? Ich bin ja auch ein großer X-Spieler, ne? Also gerade X2 und
X3 aber doch sehr gern ein. Nun, ja. Wir Raben greifen diesen Sektor an. Die Seahawk habe ich da platziert. Ja. Das geht immer super schnell. So, genau, und die Trader, die ist momentan da auf, warte mal, da. Genau. Eben zwischen der Solarstation und da. Und ich will extra noch mehr Solar-Dinger. Aber mich fragt, wo die jetzt genau ist, dann besiegt man es nicht. Aber es ist immer gestanden, dass das, was habe ich gelesen? Irgendwas um die. Dann mache ich jetzt aus. Ihr habt es dann alle nach oben, oder? Top. Ja. Dann gehen wir mal zur Making Show. Genau. Was? Also WLC, es gibt ja BL, also Point Defense Laser, glaube ich, oder? Das ist ein Problem da, um das Tor, ne? Wenn ich da zu viel Schiffe durchschicken mich jetzt, da gibt es einen Stau. Okay, die sind auch nicht ganz leicht, zu durchstellen. Ich habe schon geschaffen. Ja. Muss ich, dass sie gerade noch. Ich glaube, die dürften gerade noch durchpassen. Hallo. Ja. Das ist Schluck. Kampf. So, warte mal. Also wieder bei den Columbia. Michel, wo ist drin? Wo in der Columbia drin? Ja. Okay. Ah, die Gladiator und die. Genau. Okay. Ach, da müssen wir mal schauen. Das ist kein Schiff, auch nicht da. Nur ein Schiff. Wer ist da? Da gehen wir jetzt zurück zu einer 6 Humor. Ich hoffe, dass ich nicht das einzelne Schiff durchfliegen muss. Ne? Aber es ist mal. Ach, halt mit den Abfahrklassen passiert, dass sie sich dann gegenseitig so im Weg stehen, dass sie dann sich einfach nicht mehr bewegen. So. Und wir müssen das nächste Ding durch. Na, es dürfte sich nicht gerade rausgehen. Weil es ist echt lustig, ne? Da ist das zum nächsten. Wechseln, das geht ja wirklich schnell. Ne? Hm? Sektor gesichert so. Warte mal, Böche waren wir bei der Columbia, oder? Columbia zu Flotte Fulkbia. So, die Exima. Bin gespannt, ob die anderen zwei kommen. Okay.
aber nicht, dass die jetzt noch so laufen. Also vielleicht wird vorher Kindern schon ein bisschen besser sein. Ah, die sind oben damit auch. Ah, die kommen ja, die müssen. Keine Ahnung, was die jetzt für Probleme hat. Hoppla, was ist das denn da? Ups, da hat es nur bewegt. Ich hab das nur bewegt. No. Ja. Also, ich hab mir schon mal gedacht, wir sollten mal schauen, ob die vielleicht im Wind steckt, ne? Bonus. Ah, jetzt sieht man gleich die ganze Zeit mal. Doch, so Columbia. So, ich kann mir weiß ich so, ne? Mich jetzt kodieren. Okay, bin gespannt, ob jetzt die letzte allein es allein hier schafft. Ja. Deswegen hat er sicher das Durchreißen noch deine. Okay, gehe ich heute noch auf jetzt mit Druck. Ich gewann das. Ja, drüber. Ah, das Link, cool. Übrigens erzählen, dass der einige Spiele spielen. Ja, es bewegt sich ja auch nicht, oder? Was ist denn da als Tor? Also. Jetzt finde ich es richtig, also ja. Wichtig, ein bisschen. Okay, jetzt merkt man jetzt, da muss ich den Bär. Okay, schon. So. Zurück zu Columbia. Okay. So. Das ist nicht schmerz, das ist immer gut so, oder? Die Jäger drüber, wo ist, oder? So, warte mal, die Feuerswurf starten wir jetzt. Ich kann bei da unten auch schon starten. Was wir reißen da noch, warte mal. Was ist denn, ob die anderen auch so ein Reich ist und so ein. Was wir reißen mal. Bei dem Werbung noch, na, ich bin auch mal straight. So. Fetchwist, ja, okay. Das ist jetzt schon lustig aus, ne? So viel Frame. Oder Bahnen führt noch, oder? Hier haben schon mal vier Dinge. Warte mal. So. Warte, ich genau. Ah, wollte ich vergessen, dass sie mir folgt. Oh, schaut schon lustig aus.
gestorben, das sehe ich schon. So, Exhumer. Mich eskalieren. So, dann nächste Sprung. Ja, wie das ausgeht. Ja, mach mal das so. Ja, echt so. Oder da. Jetzt. Ja, das schon. Okay, schauen wir mal auf den Columbia, Betriebe, Mexico, Exhibo, Korea, Trenton, Gladiator, Constitution, Columbia. Passt. So, und sprechen wir nächstes Mal das so hier. Hm? Aber noch ein paar Sekunden. Oder bis gleich wieder. Ah, das ist jetzt schnell gegangen. Dann müssen wir gerade schauen auf der Karte. Ressourcen. Okay, ein Arboreum-Gebiet haben wir noch nicht. Na, warte, der nächste Sprung wird und aus meiner Sicht sich das so immer, ne? Ja, da ist ja Ding. Oder vielleicht das immer. Nochmal nicht mehr ganz so viel Sprünge, genau. Ich finde es besser, man die Dinger, also die Balken, overgangen, ne? Weil es ist ja eine Abkühlung, ne? Und nicht eine Ortaufführungsphase, ne? Also, wenn man so krass ist, muss ich nicht mehr erst auch im Mai, was nicht so vorstartmäßig, ne? Mit, nicht am Flug um die Tiefe. Upp. Upp. Okay, jetzt bin ich geruckelt. Ja, was ist das denn? So, wir haben ja Constitution, Gleneda, Trenton, Korea, Extreme, Mexico, Mensch, Columbia. Das ist so. Und nächster Sprung, vielleicht da eben wieder so her. Oder da so. Okay. Musik ist mir doch da. Aber es ist auch nicht entstanden, dass ich sie verloren habe, so oder mehr. Sie ist ja wahrscheinlich zu weit. Ist das, wir machen da irgendwo, oder? Ja, geht sich das aus? Im Sing. Oder warte mal, vielleicht. Ja, ist egal. Bis da hier noch mehr. Das ist ja fast schneller da gewesen, sie, ne? Genau, jetzt haben wir da. Oh, okay, warte mal, ich hab jetzt eine Idee. So, dann mal, wir starten nochmal in die. In der Gladiator. Genau, da strappen wir jetzt den Ort wieder aus.
Dann nehmen wir die Kombi ja mit. Viele, und nicht viele. Mich eskortieren. Genau, würde ich sagen, wir schon wieder erst nochmal da so her, ne? Dass wir nicht im gleichen Gebiet bleiben, ne? Muss er sich doch ausgehen, oder? So, ich kenne das natürlich ja mit dem Computer, Computer schick neben dem Mega, ich glaube, so geht's schneller. So, passt. Dann kennt man, ich würde damit auch vielleicht auch noch früher, ne? Genau. Ah, was noch aufkühlen? Ja, den muss ich ja noch. Also, das ist eigentlich ziemlich gut funktioniert, außer beim Turm am Anfang. Ein Reisezentrum ist das. Okay. Wir sind es bald so. Die haben wir ja noch nicht. Ich finde es immer ein bisschen komisch, dass oben immer die. Die Klasse steht und der Schiffnummer, ne? Weil der steht ja unten Halle und da steht Schiff, ne? Komm hier. Der ist gut. Jetzt dürfte es keiner gehen. Ja, da kann man es von mir sehen. So ist dann. Ne? Die schießen ja gerade drauf, ne? Hört man den Höfen, keine Ahnung. Ich schicke mal die Jägerin. Dann so feindlich umgegangen. Dann mal führt ein, du hast ja ich erwarte mal. Auf welche sind die? Genau, auf die. Du wirst es ja einige haben. Man, das dauert zwar noch, ne, bis alle gebaut sind, aber sind eigentlich. Ja, wir finden. Das schaut auch cool aus, ne? Noch vorne der Hangar irgendwie, ne? Ich hab was cooler als von oben, ne? Vielleicht war noch mal ein bisschen wo oben den Hangar weg tue und da dafür echt einen Frachtraum oder sowas aufgeklatscht und unten einfach den Hangar einfach ein bisschen länger machen, ne? Bisschen größer, ne? Okay. Ah. Hier sind schon mal unten. Man kann nichts mehr kommen. Stunden haben.
bin noch überlegen, ob ob ich da eben dann da unten irgendwo einen Sektor mit mit Ausrüstungsstock und vielleicht auch ein Schiff wirft, ne? Vielleicht auch ein paar Runden durch, nur damit ich dann, wenn da unten irgendwie Sachen besteht, wie ich nicht immer auf zur Basis muss, sondern dass ich da unten machen kann. Ich gehe mal zu Gladiator und sag. Oh, warte mal. Du hast jemanden gerade wieder ausschütten. Sektor patrouillieren. Könnte ich kämpfen, ne? Das ist nicht das Modernste, was man Patrouillenschiff da haben, ne? Jetzt ist es offen. So, jetzt hast du schon ohne und sie sagt noch. Ah, das ist jetzt wieder so. Das ist zwar ein bisschen mehr aufwendig. Wer schießt auf mich? Ich schnappe den Menschen, der Attacke schickt gar nicht um mir. Ich hab gesehen, wie es ist für mich so. Schießt immer zu besehen, ich bin die Feind. Ne? Es ist gleich wie, aber ja, halt so. Shift jetzt wo drauf zu gehen und dann warte mal, ich bin auf die da, wenn ich das jetzt mal zur Station, dass die Station versichert habe, ich dann immer mal auf angreifen. Ich brauche aber echt so ein computergesteuertes Stabilisierungssystem, finde ich. Ne? Also, so, es gibt ja so Heizung auf die Augen. Das ist eigentlich ein Raumschiff für Agi, ne? Genau, der Ärger. Ich glaube, Arne ist noch da. Dann geht sie angreifen. Also, wenn ich so klein, ne? Und der. Da. Ja, Moment, es sind echt, ne? Oh, da war der Ziel vorbei. Den zaubert auch da um die Feuer. Und dann. Das ist doch, warte mal. Die ist vorbei durch das Schild. Ah, jetzt haben wir diese Schildfunktion, ne? Es ist ja ein Ding, ne? Von denen, ne? Genau. Und für die Aufladung auf 50%, ne? Das ist natürlich immer ziemlich praktisch. Obwohl 50 ganz 50 war das jetzt nicht alles. Shit, hab. Boah. Super. Weg hier. Okay, der macht ja wirklich einen Haufen schon, bist du fertig. Ah, warte mal. Ich muss schnell zu holen, warte mal. Die Jäger machen unter nichts, genau.
Und zurück zu Gladiator, weil der wird sicher gleich wieder Angst davor. Okay, doch nicht. Ich bin nur gedacht, dass ich Mond eine. So, kann ich jetzt die schon reparieren? Schaut so aus. Brauche nur noch die Schilde wieder aufladen. Was machen die Jäger da? Und da umgreifen. Okay, wo wir sind. Jetzt zu meiner Ding. Ah, oh, das ist nicht wirklich nicht noch, oder? Ah, gut. 1 Kilometer. Jetzt parallel. So, gehen wir zurück zur Kleidite. Na, wie schaut es aus mit den Schilden? Die brauchen noch ein bisschen. Wurde auf jeden Fall noch bis der Fantasy Schiff Kanzler, da kann ich viele mehr hat, ne? Weil da ist ein neues Rebellion mit den Waffen, die ich auch eigentlich auch ich meine. Ich habe halt noch keine, also es gibt ja Spieler, die normalerweise extra meistens so zaufen Kartonen an, die halt für auf die Schilde geht, ne? Und es gibt noch Spieler, die haben hauptsächlich Waffen, die gut gegen Schilde sind, ne? Oh, ey. Keine Ahnung. Ich mag eher Hülle, ne? Für mich sind immer die Jäger die erste Ding, ne? Die können kaputt werden, ne? Weil dann, war ja einfach neiche. Und das Mutterschiff quasi kaputt ist. Ja, natürlich kann man es auch reparieren, aber wiederherstellen, aber das ist halt eben ein bisschen ärgerlicher, ne? So, warte mal. Na, jetzt haben wir wieder ca. 40%. Bis mir trotzdem dauert es auch noch eine Zeit, weil ich habe nicht ganz so viel boosten. Das Ding bewegt sich sicher. Weil damit aufpassen. Nur ganz bisschen, ja, jetzt passt schon. Überlenken. Na, no. Ja, genau, jetzt passt es ja. Wir ein bisschen überlenken. Na, no. Jetzt ist es. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? So, Sachen aufsammeln und dann. Genau, kann man gleich mal Schritt mehr. Nicht schlecht. Na, da haben wir Sackelzug. So. Oh, geht doch. Bin aber eh alle vorne hin, oder? Lustigerweise. Und drücken wir mal zur Kleidete. Mich eskalieren. Das so. Dann gehen wir mal auf die Map. Das ist die weil doch die anderen Schiffe auch im Besieg. Bin immer ein bisschen blöd. Ich will doch. So, auf Abbauen gehen. Man da irgendwie so. Was so her?
Oder vielleicht ganz recht zu. Na, dann auf Ding, ne? Die Maximalzeit. Neue Kredite. So, warte mal. Ancient Titan, Nanoid, Trillium. Trillium verbraucht man doch ein bisschen viel. Ich benutze gerade momentan eher am meisten Trinium oder Ulgonit, ne? Weil jetzt waren halt eher neutraler auch schon viel, ne? Es ist jetzt von den Dingen her, ne? Na. Ne? Also, Havoren hat ja dieses Rot drin, ne? Zahlen hat dieses Gelb drin, ne? Bieten sind aufgelaufen und oh no. Na what? Aber damit die kannst du schnell den folgen noch alle. Wo auch nicht? Nein, was nicht? Okay. Na, aber was doch die Kolumbien? Komisch, keine Ahnung. Wir haben die eben noch Autopilot, oder? So, dann zur Trenten. Dann zur Constitution. Ah, wir werden angegriffen. Dann machen wir die Ding und dann machen wir Trenden, die Batterien und die von das alle weg. Na, warte mal, guck mal. Die. Da gehen schon mit. Ich denke, die Folge ist ziemlich lang. Aber danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis bald. Tschüss.